Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Skill-Tutorial hier auf meinem Channel. Heute wird es eine etwas kompliziertere Skill-Kombo geben. Dafür braucht ihr 5 Sterne-Skiller, wie ihr im Thumbnail auch schon erkennen konntet. Ich werde euch so gut es geht erklären, wie das Skill auszuführen ist. Falls ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren schreiben. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Wie gesagt, eine Skill-Kombo, die ziemlich effektiv sowohl im Strafraum als auch im Spielfeld ist. Ich würde sagen, zu 90% klappt diese Skill-Kombo und es handelt sich hierbei um den Rabona-Fake to Scoop-Turn. Warum ist diese Skill-Kombo so effektiv? Einerseits könnt ihr dadurch sehr schnelle Richtungswechsel einschlagen oder auch beispielsweise in die gleiche Richtung vorbeirennen. Ich werde euch ein, zwei Skill-Highlights zeigen in-game, wo ich wirklich diesen Skill-Move in einen echten Game genommen habe, ausgeübt habe. Vor allem auch im Strafraum ist das sehr effektiv, weil ihr dadurch ziemlich unberechenbar für den Keeper seid oder auch für Mitspieler, die euch dann gut und gerne entweder umhauen oder nicht stoppen können. Dementsprechend würde ich sagen, versuchen wir erstmal die Controls durchzugehen. Der Skill-Move bzw. die Skill-Kombo besteht aus einem Rabona-Fake und dann einem Scoop-Turn. Erstmal zum Rabona-Fake. Ihr müsst für den Rabona-Fake erstmal in eine Richtung laufen. Beispielsweise laufen wir jetzt hier in der Trainingsarena einfach nach oben. Dann müssen wir Folgendes tun. Wir müssen wissen, wie eine Schussfinte auszuüben geht. Diese geht wie folgt. Ihr ladet mit dem Viereck-Button oder dem Kreis-Button, das ist egal, entweder eine Flanke oder einen Schuss auf und annulliert dieses Aufladen mit dem X-Button. Das bedeutet, sieht wie folgt aus, ja, ich drücke erstmal die Schuss- bzw. Flankentaste und annulliere quasi dieses Aufladen, während sich die Balken unten aufladen mit dem X-Button. Dafür müsst ihr auf jeden Fall schnell sein. Dementsprechend wird das wie folgt aussehen. So in etwa. Ich rutsche quasi mit meinem Daumen so rüber. Das ist quasi eine Schussfinte. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dementsprechend, wie ist dieser Skill-Move auszuüben? Ihr lauft beispielsweise nach oben. Dann müsst ihr quasi 3 Sachen gleichzeitig tun. Und zwar für den Rabona-Fake müsst ihr dann den linken Stick in die entgegengesetzte Richtung der Laufrichtung des Spielers flicken. In unserem Fall, wenn unser Spieler nach oben schaut bzw. auch joggt, müssen wir den linken Stick nach unten bewegen, gleichzeitig dabei den L2-Button hier drücken und dann die Schussfinte ausüben. Das heißt hier mit Viereck die Flanke aufladen und dann mit X ganz schnell quasi annullieren. Das bedeutet, ihr joggt nach oben, dann ganz schnell diese Skill-Abfolge hier. L2-Button, linken Stick in die entgegengesetzte Laufrichtung halten und dabei die Schussfinte ausüben, sodass der Spieler dann den Rabona-Fake ausübt. Das Ganze könnt ihr natürlich üben, ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Es hat mich einige Zeit gedauert, diesen Skill-Move, naja, zur Perfektion zu lernen. Aber falls ihr ihn drauf habt, kann euch ziemlich hilfreich sein. Dementsprechend, das auf jeden Fall zum Rabona-Fake. Falls ihr in andere Richtungen lauft, joggt oder ähnliches, müsst ihr natürlich den Skill in der Hinsicht verändern, dass ihr mit dem linken Stick entgegengesetzt der Laufrichtung dann zeigen müsst. Bedeutet, ihr könnt den Skill-Move nicht, wie gerade gezeigt, ausüben, wenn ihr beispielsweise in-game seid, außer ihr lauft mit dem Spieler natürlich nach oben. Aber beispielsweise rennt ihr viel öfter im Spiel rechts oder nach links, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Laufen wir nach rechts, müssen wir natürlich mit dem linken Stick in die entgegengesetzte Laufrichtung des Spielers zeigen. Und das wäre in dem Beispiel dann links. Heißt, wir laufen, laufen, laufen und üben den Rabona-Fake aus. Und schaut, wie ich mit dem Controller in die entgegengesetzte Richtung zeige, also nach links. Das Ganze natürlich auch nach rechts gleich, beziehungsweise nach links, wie ich dann in die entgegengesetzte Laufrichtung zeigen muss. Oder auch in die Diagonale, wir laufen nach oben diagonal, müssen dann nach unten diagonal mit dem linken Stick zeigen. Und von oben nochmal, wie sieht das aus mit dem L2-Button und mit der Schussfinte. Hier seht ihr es auf jeden Fall auf dem Controller.
Das sind die drei Dinge, die ihr während des Skill-Moves ausüben könnt. Ihr braucht dafür auf jeden Fall ein bisschen, naja, ich sag mal, Fingerspitzengefühl und auch das Training dafür, dass der Skill-Move so klappt. Nun kommen wir zum Scoop-Turn. Wenn ihr nun den Rabona-Fake ausgeübt habt, müsst ihr dann eigentlich nur Folgendes machen. Wieder eine Schussfinte ausüben, aber gleichzeitig dann mit dem linken Stick in die Richtung zeigen, wohin ihr den Scoop-Turn haben möchtet. Ihr könnt euch beispielsweise auch komplett einmal rumdrehen um 180 Grad, wenn ihr steht, wie hier gezeigt. Oder ihr könnt beispielsweise nach rechts den Skill ausüben oder nach links. Wie gesagt, da sind keine Grenzen gesetzt. Rabona Fake und dann beispielsweise nach hinten. Hier seht ihr es. Da gibt es keine Grenzen, wie gesagt. Wichtig ist nur, dass ihr die Schussfinte ausübt und den linken Stick in die Richtung dreht, wohin ihr natürlich den Skill-Move haben könnt. Das Ganze zusammengefügt, das müsst ihr auch auf jeden Fall erstmal lernen mit dem Timing. Wenn der Spieler so quasi zum Stillstand kommt, könnt ihr dann direkt hinterher den Scoop-Turn ausüben. Hier seht ihr es auf jeden Fall. Ich täusche den Keeper mit einem Rabona-Fake an, möchte direkt den Scoop-Turn hinterher schieben. Wenn der Keeper nicht so weit draußen wäre, würde er den Skill-Move auf jeden Fall nicht durchsehen. Hier seht ihr es. Der Keeper weiß erstmal nicht, was er tun soll. Oder auch beispielsweise, wie im Ingame-Highlight, könnt ihr natürlich, wenn ihr im Strafraum seid, mit dem Rücken zum Tor den Skill-Move ausüben. Seid an den meisten Verteidigern dann vorbei, weil der Skill-Move natürlich mit dem Scoop-Turn overpowered ist, auch in diesem FIFA-Teil. Und dann könnt ihr das ganz schnell ausüben. Ich hoffe, dieses Skill-Tutorial hat euch gefallen. Es wird euch auf jeden Fall in-game einen unfairen Vorteil bringen, das kann ich euch versprechen. Ihr könnt ihn im Mittelfeld, Strafraum, sonst wo spielen. Er wird euch immer weiterhelfen. Dementsprechend würde ich sagen, übt ihn. Falls ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren schauen. Und wenn die Frage noch nicht gestellt wurde, auf jeden Fall nochmal kommentieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Haut rein, meine lieben Freunde. Und Peace.